So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Ich bin so fertig schon wieder. Ich habe gestern einen 12-Stunden-Stream hinter mir gehabt. Das Video nehme ich irgendwann am Freitag auf. Tiso hat nämlich gestern gesagt, ob ihr Paket angekommen ist. Ich habe gesagt, ja. Der Amazon-Mann hat zwischendurch die Tür eingetreten und im Flur rumgeschrien wie ein Affe. Also, da ist auf jeden Fall ein Paket angekommen von Amazon, nicht mit DHL. Und ich habe gestern nach dem 12-Stunden-Stream so einen Heißhunger gehabt. Ich habe mir abends nach dem Stream 2 Packungen Samyang-Nudeln warm gemacht. Ich habe danach 2 Hamburger mir gemacht. Und danach habe ich mir noch 2 Pizza im Ofen gemacht, habe das alles gegessen. Und das war, glaube ich, der schlimmste Fehler, den ich je machen konnte. Jetzt wollen wir aber auf jeden Fall dieses Paket auspacken. Von Amazon, aber ja wahrscheinlich von Tiso. Das heißt, das muss eigentlich was von der Wunschliste sein. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, denn Jenaya hat ja letztens was von der Wunschliste geschickt. Die Breaking Bad Collection, also alle Folgen, alle Staffeln, alles. Den Walter White, der war auch mit drin, den hat sie auch mitgeschickt. Und deswegen will ich jetzt mal gucken, was hier drin ist. Es ist jetzt 10.30 Uhr, 11 Uhr geht's weiter, immer noch mit die Oxys, deswegen muss ich jetzt mal gucken, dass ich schnell das Ding aufmache und der Adi ist auch schon gespannt. Hallo Adi, Schatz. Hallo. Alles Gute. Ja. Da freut er sich wieder. Leg dich doch mal hin und kau ein bisschen am Finger rum, genau. Da ist da was Braunes an der Lippe, an der Schnude. Ach, das ist Fell wahrscheinlich. So, pass auf. Wir machen das jetzt hier auf. Und sehen auf einmal, jetzt verstehe ich gar nichts mehr, Curry und Kimchi, ist das jetzt von der Wunschliste, ist das nicht von der Wunschliste, ist das das lang verschollene Curry-Paket, ist das ein neues Curry-Paket, ist das nicht von der Wunschliste, ist das selber bestellt, hier ist auf jeden Fall, ist da ein Zettel mit drin, hier ist... Hier sind 2 Pakete Samyang drin, und zwar einmal die Curry-Nudeln. Guck hier, Adi, pass auf. Samyang Bulldog Curry, wo ich die ganze Zeit schon sage, irgendjemand hat Curry-Nudeln gekauft von der Liste, die stehen bei gekauft. Ich habe aber keine bekommen. Aber das können ja nicht die sein, weil die nicht bei gekauft standen. Das muss eigentlich jetzt frisch sein, neu sein. Ich blick gar nicht mehr durch, es tut mir voll leid, aber die habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Das waren fast die ersten mit, die ich damals auch mal probiert habe. Samyang Bulldog Curry sind auch welche der schärferen mit. Guckt euch das tolle Design an. Wieder ein 5er-Pack und dann natürlich hier die Kimchi. Und guckt euch die an, wie genial die aussehen. Auch ein 5er-Pack, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und hier ist wahrlich ein Zettelchen dabei, ne? Ein Geschenk von Tina. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Tina. Und hier ein Geschenk von Tiso. Hi, erstmal vorweg. Ich war das nicht mit den Nudeln, aber lass es dir schmecken. Von Tiso. Und hier nochmal ein Zettelchen dabei. Das heißt, die zwei werde ich mir wieder in meine Box reinpacken, weil ich sammle diese Zettelchen, dass ich immer weiß, wer was geschickt hat und wer cool ist und wer noch cooler ist und wer, ja. Und wenn ihr nichts schickt, seid ihr auch cool, deswegen fühlt euch nicht gezwungen, irgendwas zu schicken. Tiso hat nicht die Currynudeln geschickt, aber hat jetzt die Currynudeln geschickt. Versteht ihr das? Das ist, ich weiß immer noch nicht... Gibt's, ich fordere nochmal auf, wer bitteschön hat mir ein Paket Currynudeln bestellt gehabt? Es ist nicht angekommen. Es steht bei verkauft drin, bei gekauft, aber es ist nichts angekommen. Derjenige muss unbedingt Amazon schreiben, sich beschweren. Wenn ich da anrufe, sagen die, die können nichts machen. Derjenige muss das machen mit der Bestellnummer. Sie können da nicht reingucken, finde ich total dumm. Danke trotzdem an Tiso für die 2 neuen Packungen Samyang, denn ich habe so viel Käse, Bulldog Cheese jetzt hier rumstehen, da ist ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall eine feine Sache. Ich mache mich jetzt fertig, Tee ist auch schon aufgesetzt, Adi sitzt auch schon, ne? Und dann werde ich mich jetzt gleich wieder in den Stream hängen und noch ein bisschen die Oxys genießen, bis Pupsi kommt. Pupsi! Pupsi!
Guck mal die Zähne. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.